Was würdest du zu einem Menschen sagen, der sich darüber beschwert, dass er so arm ist, dass er kein Geld hat, dass er nicht reich ist und die anderen viel reicher sind, während er zugleich mit seinem Hintern auf einer Schatztruhe sitzt, die voll ist von Gold, von Silber, von Diamanten und anderen Wertgegenständen? Wahrscheinlich würdest du sagen, der ist ja ein bisschen bekloppt. Das Problem ist, dass du und ich genauso mit unserem Hintern auf Potenzialen liegen, die den meisten nicht bewusst ist, die aber ganz leicht aktiviert werden können, wenn du oder wenn ich aktiv wären. Und das werde ich dir in diesem Video zeigen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Gründer der X-Group und anderer Unternehmen, sondern auch als Coach, Berater und Trainer tätig. Und viele Erfahrungswerte, die mich heute ermutigen, die mich heute stützen, stammen aus meiner Zeit des Sports, des Trainings. Und ein Prinzip, was ich damals kennengelernt habe, ist das Prinzip der Superkompensation. Bevor wir nun sehen, wie du dein Leben dadurch besser machen kannst, werden wir zunächst mal den Begriff und auch die Funktion genauer betrachten. Superkompensation besteht aus zwei Worten, nämlich super, das heißt darüber, und Kompensation heißt so viel wie ausgleichen. Es gibt also in deinem und in meinem Körper einen Mechanismus, der es einprogrammiert, der dafür sorgt, dass wir nicht nur einen Ausgleich nach einer Belastung bekommen, sondern dass noch mehr geschieht. Und das werde ich dir jetzt zeigen. Das Spannende ist, dass du genauso wie ich gerade auf einer Schatzkiste von 100% Potenzial sitzen. Nur du hast es wahrscheinlich nicht aktiviert und ich auch nicht. Eher ist es so, dass wir bei ca. 10% der Nutzung unserer Energie- und Leistungsressourcen durchs Leben schleichen. Und wenn jetzt ein Belastungsreiz in dein oder mein Leben tritt, dann erkennst du es daran, dass du morgen oder übermorgen Muskelkater haben wirst. Das bedeutet, die Leistungskurve wird durch diesen Belastungsreiz erstmal abnehmen. Und würde der Körper einfach darauf ausgerichtet und programmiert sein, diesen Zustand wieder zu erreichen, dann würden wir nicht von Superkompensation, sondern nur von Kompensation sprechen. Das Geniale aber in unserem Körper ist, dass wenn der Körper einen Belastungsreiz bekommen hat, zum Beispiel der Muskel, aber auch genauso deine Sehnen und deine Knochen, dann geht der Körper in der Regeneration danach über die eigentliche Energielinie, die vorher vor dem Belastungsreiz vorhanden war, hinaus. Und dann sprechen wir von Superkompensation. Kompensation, also ein Ausgleich über dem, wie es bisher war. Wir fassen also hier an dieser Stelle kurz zusammen. Wenn du mit einem Leistungsniveau X dich einem Trainingsreiz, einer Belastung aussetzt, dann sinkt zwar zunächst dein Leistungsniveau, aber dein Körper kompensiert nicht nur wieder, sondern superkompensiert. Du wirst also stärker, du wirst fitter, du wirst schneller. Und in dieser Situation kannst du eine ganz wichtige Entscheidung für den Rest deines Lebens treffen. Denn du kannst sagen, oh, das war ja so anstrengend, ich habe ja so einen Muskelkater, solche Schmerzen, solche unangenehmen Gefühle, das lasse ich lieber bleiben. Dann wird dein Körper dich damit bestrafen, dass er dieses erhöhte Leistungsniveau wieder abbaut auf das vorherige Niveau. Du kannst aber auch eine zweite, viel wichtige Entscheidungen treffen. Und das ist das, was die meisten Menschen unterscheidet. Zwischen Gewinner, zwischen Menschen, die erfolgreich wären, Menschen, die fitter sind, die Gewicht verlieren, mehr Muskelmasse haben, aber auch mehr lernen und sich weiterentwickeln. Diese Gruppe sagt nämlich Folgendes. Egal, ob jetzt noch Muskelkater oder andere Schmerzen vorhanden sind oder dieses unliebsame Gefühle der letzten Trainingseinheit noch im Nacken sitzt, die sagen, trotzdem setze ich den zweiten Impuls und zwar am besten dort, wo die Superkompensation das höchste Leistungsniveau erreicht hat. Natürlich geht auch nach dem zweiten Belastungsreiz die Kurve ein wenig runter, aber wir wissen, der Körper kompensiert und superkompensiert und erreicht dadurch eine zweite, noch höhere Leistungskurve als die Ausgangsleistungskurve. Und auch hier beim dritten Leistungsniveau kannst du die gleiche Entscheidung treffen wie beim zweiten Leistungsniveau. Entweder du lässt dein Mehrpotenzial verfallen, indem du nichts tust, auf der Couch sitzt mit Netflix, Pilz, Füße hoch und eine Tüte Chips, oder du entscheidest dich hier, den dritten Belastungsreiz zu setzen. Wir fassen nochmal kurz zusammen. Wenn du also systematisch deine Leistungsniveaus erhöhen willst, dann geht es ganz einfach so ähnlich wie beim Bach überqueren, wo du von Stein zu Stein zu Stein springst. Entscheidend ist, dass der Abstand nicht zu dicht ist und dass er nicht zu weit auseinander ist. Hast du die Abstände zu kurz gemacht, dann gibt es sogar ein Negativtraining und du baust tatsächlich ab. Sind die Abstände aber zu weit auseinander, dann kann es sein, dass du immer wieder einen Leistungsverfall erlebt hast und tatsächlich immer auf der gleichen Ebene weiter voranschreitest. Welches Fazit können wir nun für den Rest unseres Lebens daraus ziehen? Das erste ist, unser Körper
hat ein enormes Potenzial, was aber aktiviert werden will. Und das ist auch gut so, denn der Körper stellt dir und mir nur mehr Energie, mehr Potenzial zur Verfügung, wenn du es brauchst. Und das ist auf der Couch mit Füße hoch selten der Fall. Das Zweite, was wir daraus lernen können, dass es tatsächlich keine echte Ausrede gibt, wenn du keine Behinderung hast. Üblicherweise ist es so, dass jeder gesunde Mensch über dieses Prinzip der Superkompensation verfügt. Es ist in deinen, es ist in meinen Zellen eingespeichert. Und dieses Prinzip der Adaption, also der Angleichung, der Anpassung, gilt nicht nur für deinen Muskel, gilt auch für deine Sehnen, es gilt für deine Knochen, für deine Bänder. Du kennst es von der Hornhaut, die du in der Hand hast, wenn du schwere Belastungen eine lange Zeit ausgesetzt warst. Alles in deinem Körper ist ausgerichtet auf Adaption. Das bedeutet, dass genau das Gegenteil der Fall ist, wenn du das mit deinem Auto oder deinem Fahrrad vergleichst, wo die Bremsen sich immer weiter abnutzen, wo dann die Fahrradmäntel oder die entsprechenden Reifen sich immer mehr abnutzen. Dort hat man Angst vor Verschleiß. Der Körper aber in der Regel, wenn es in einem gesunden Maße geschieht, in Verbindung mit gesunder Ernährung und Regenerationszeiten, wird immer stärker, immer belastbarer werden, je mehr du ihn benutzt. Und dieses Prinzip der Adaption lässt sich auch übertragen auf deine Kenntnisse, auf deine Fähigkeiten, auf die Qualität deiner Beziehung, auf all das, was du im Leben ausmachst. Ist dein Körper nicht nur in der Muskulatur, sondern auch im Gehirn darauf ausgerichtet, stärker zu werden. Du hast also ein Potenzial von 100%. Aber die meisten, zumindest in meinem Umfeld, die ich beobachte, schleichen mit 10, 15, 20% mit Übergewicht am Körper und anderen Unkenntnissen und mangelnden Fähigkeiten durchs Leben und wundern sich, dass sie dann zu wenig erreichen. Deshalb lade ich dich ein, heute zu einer Entscheidung. Und zwar nicht nur, wie du das Prinzip der Adaption für deine körperliche Fitness einsetzen willst, denn damit fängt alles an. Da kannst du dich ausprobieren, hast du sofort sichtbare Erfolge, dieses Prinzip einzusetzen. Aber ich lade dich auch ein, dir einen Trainingsplan zu machen für dein Gehirn, für dein Lernen, für deine Verhaltensweisen, für deine Fähigkeiten. Wenn du also in Zukunft Menschen triffst, die jammern und klagen, frag sie doch einfach, wie sie das Prinzip der Superkompensation einsetzen. Und das Interessante ist, du musst sie gar nicht fragen. Schau einfach auf ihre Kleidergröße, schau einfach auf ihre Fähigkeiten, Verhaltensweisen, schau einfach auf ihre Früchte, die sie im Leben haben. Und du kannst davon ableiten, dass sie in der Regel nicht bereit waren, sich den Belastungsreizen auszusetzen. Wenn du also einen Trainingsplan brauchst für deine körperliche Fitness, dann geh am besten zu einem Personal Trainer. Wenn du aber einen Fitnessplan für deine geistliche Fitness, für deine Fähigkeiten, für deine Resilienz, also deine Widerstandsfähigkeit brauchst, dann brauchst du am besten einen Coach, einen Mentor, einen Berater und viele andere Unternehmer als Intervisionsgruppe, vielleicht so als Mastermind-Gruppe um dich herum. Deshalb lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von unserem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere 30 Berater und Coaches beraten dich auch gerne bundesweit, auch über digitale Konferenzen, Videokonferenzen dabei, diesen Trainingsplan nicht nur aufzubauen, sondern auch umzusetzen. Aber alles steht und fällt natürlich mit deiner eigenen Einstellung zu dir selbst. Und deshalb empfehle ich dir, Menschen zu suchen, die ähnlich wie Goethe denken, der gesagt hat, behandle andere Menschen nicht, wie sie gerade sind, also hier auf dem unteren Leistungslevel, sondern wo sie sein könnten. Denn damit hilfst du ihnen, dass sie auch dieses neue Niveau erreichen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du Superkompensation einsetzt. Und zwar nicht nur für deine körperliche Fitness, sondern auch für deine geistliche Fitness und für alle anderen wichtigen Fähigkeitsbereiche, die du brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.